Signature klingt ja schon immer so hochwertig. Seid gespannt, ob dieser Corsario Signature hier seinem Namen alle Ehre macht. Lords und die Ladies, ich habe für euch heute den Corsario Signature Rum Spirit aus der Karibik. Der kommt zu uns mit 40 freundlichen Volumenprozent und wurde exklusiv für die John Aylesbury Group abgefüllt. John Aylesbury, wenn ihr Raucher seid, kennt ihr das bestimmt. Die bieten Tabake, Zigarren, Pfeifen an. Und ganz besonders, die feiern im Jahre des Herrn 2024 ihr 50-jähriges Jubiläum. Das ist doch was. Ich hatte ja auch schon den ein oder anderen Corsario hier in der Mache, ne? Die Corsario XO Rum Spirituose von den Virgin Islands oder den Corsario Coconut aus St. Kitts. Oder der Corsario Reserve Cask aus Nicaragua. Ihr merkt schon, John Aylesbury segelt sozusagen durch die gesamte Karibik und sucht sich dort die besten Rumsorten aus. So auch hier passiert. Das hier ist ein Blend. Und zwar aus der Karibik. Steht drauf. Also auf jeden Fall nicht irgendwie einzelne Rumländer, sondern die suchen sich ganz, ganz feine Rumsorten und verblenden die dann zu eben diesem Corsario Signature Rum Based Spirit. Nochmal kurz zum Namen. Corsario, natürlich, sind sozusagen die Piraten des Mittelmeers. Ne? Stammt aus dem Französischen für Kaperfahrt. Ne? Korsaren waren eigentlich Freibeuter. Im Namen des französischen Königs durften die, ich hätte mal gesagt, Räubern plündern, brandschatzen. Aber auf jeden Fall durften die Fregatten überfallen, ne? Die dem französischen König sozusagen Dorn im Auge waren oder die ja, aus Ländern kamen, die mit Frankreich im Krieg lagen. Also sozusagen die Lizenz zum Überfallen. Die Reifung von diesem feinen Rum, beziehungsweise von diesem Rumblend, dieser geblendeten Rumspirituose eigentlich, findet in nur ausgesuchten amerikanischen Weißeichenfässern statt. Zum Alter würde ich gern was sagen, kann ich nicht, steht nur drauf, lange und intensive Reifezeit. Tja, lässt also vieles im Dunkeln, ne? Was andere Rumhersteller tatsächlich mit großen Zahlen auf ihre Flasche schreiben, wird hier durch ein Signature ersetzt. Naja, vielleicht noch zu den technischen Daten. Also wie gesagt, 40 Volumenprozent Alkoholanteil sind hier drin. Kostet, das ist übrigens eine 0,5 Liter Flasche. Und wenn wir uns die angucken, die ist auch besonders, ne? Kriegst du nicht so von der Stange. So einfach mal in einen, ja, wie soll ich sagen, Flaschenladen oder zum Flaschenhändler hin und ach, ich hätte gerne mal eine witzig aussehende Flasche. Nee. Also das ist schon mal was ganz Besonderes. Kriegst du nicht von der Stange, ist auch bestimmt nicht ganz günstig, wenn ich mir so den Flaschenmarkt angucke. Also halber Liter, wie gesagt, ist diese Größe hier und kostet 75 Euro. Na, also Literpreis 150 Euro. Ja, jetzt bin ich aber auch mal auf den Rum selber gespannt. Und Obacht, steht auch hier drauf, enthält Walnüsse. Also jetzt nicht als in Nussform, ne? Also da dürfte für den Geschmack die ein oder andere Walnuss drin eingelegt worden sein. Und Geschmack, lass uns mal gucken, habe ich doch hier schon zum Atmen eingegossen. Wie gesagt, wusste nicht, wie alt der ist. Einfach atmen lassen. Ne? Also der hat auch Zuckercouleur, das heißt von der Farbe kannst du nicht notwendigerweise aufs Alter schließen. Aber so das Drumherum erschließen wir uns jetzt. Ob das ein älterer Rum sein kann, also wird er auf jeden Fall. Ich schätze, ich glaube, ich hoffe, dass das kein Marketing-Gag ist. Na, Freunde, also erstmal Farbe. Schauen wir mal, was wir hier Schönes im Glas haben. Boah. Schönes, dunkles Bernstein, so ein bisschen rötlich. Und wenn wir das Glas drehen, ja, hält sich etwas zurück mit diesen Tränen. Aber ja, beginnt so langsam runter zu fließen, Freunde. Naja, Rum, Spirituose, offensichtlich Walnüsse eingelegt, dürfte auch ein bisschen Zucker drin sein. Schauen wir mal, wie der übrigens riecht. Das erfahren wir jetzt. Also, meine Nase wird sich mal diesem wunderbaren Getränk hier nähern. Oh, süß, schon im Duft.
Orangen. Leichte Eichennote. Karamellig, vanillig. Und, ja, wen wundert's, ne? John Aylesbury, ich sagte ja schon, Tabak. So ein leichter Hauch Tabak weht hier vorbei an meiner Nase. So ein bisschen, also ich möchte fast sagen, kann man ja nicht riechen, aber ein bisschen klebrig, ne? Also so ein bisschen karamellig, zuckrig, melassig, so die Nummer. Hast du hier im Geruch, also was Schönes, eher Gesetztes und was Fruchtiges. Ich würde fast, ja, so ein leichter Hauch von, ich möchte nicht beschreien, aber so ein leichter Sherry-Hauch, rote Früchte, so die Nummer. Die Richtung, da, die, in die Ecke geht's, würde ich sagen. Werden wir nicht rausfinden, wenn ich das nicht mal probiere, dieses feine Tröpfchen hier. Ich sag mal Prost auf euch. Oh. Mmh. Mmh. Ein dickflüssiges Mundgefühl. Intensiv. Trotz, in Anführungszeichen, nur 40 Volumenprozent Alkohol. Merkst du schon, da ist Kraft drin. Brennt aber nicht. Also wird da auch eine ganze Menge Zucker drin sein, weil die gleicht eine Alkoholstärke ganz schön aus. Also, ja. Wie gesagt, orangig, leicht holzig, süß, schön. Also, kann ich anders sagen. Vanille, aber jetzt kommt wirklich diese Orange zum Tragen. Wahnsinn! Hammer! Schön austariert, schön ausbalanciert. Gefällt mir. Also, nicht anstrengend süß, nicht anstrengend alkoholisch, nicht anstrengend orange. Schön, schön ausbalanciert das Ganze. Zucker gut eingebunden, da wird nicht wenig drin sein, Freunde. Also ganz ehrlich, wenn ich mir so das Glas ansehe, die Tränen hier, was ich so auf der Zunge spüre, müsste mich weit raushängen, aber der ist, ich würde mal sagen, weit weg von etwas, was man rumnennen kann. Aber lecker, geht gut die Kehle runter. Sanft, weich, schön wärmend. Orangig, vanillig. Oh. So eine, ja, so eine leicht, so ein bisschen säuerlich. Ne? So ein kleines bisschen säuerlich. Eine leichte Sherry-Note. Ganz leicht. Also im Hintergrund merkst du was, was, wenn du es nicht weißt, eigentlich nicht so richtig beziffern kannst. Aber, wirkt der Süße so ein bisschen entgegen. Orange, Vanille bleibt halt. Also, Freunde, auf jeden Fall was für Süßrumtrinker. Ah, Likör will ich jetzt nicht dazu sagen. Also dazu ist da nicht genug Zucker drin, aber da dürfte schon ein bisschen was drin sein. Also, kann man sich schon mal schön zurücksetzen. Und, Alter, also das ist bestimmt kein junger Rum. Kann ich nicht sagen. Also das, ist auch, also für so einen richtig alten, also sagen wir so 18, 20 Jahre ist da zu wenig Holz drin. Aber meine Meinung, weiß ich nicht. Hier ist leider zu wenig Informationen weder da drauf noch im Internet. Aber ja, also 12 ist wahrscheinlich ein bisschen wenig, 15 kann ich mir eher vorstellen. Also, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, irgendwas zwischen 15 und 18 Jahre. Wobei, wenn ein echt alter Rum drin ist, ist ja ein Blend, ne? Dann wird der natürlich gemischt. Kann sein, dass da auch was ewig Altes drin ist. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ist aber eine runde Nummer, Freunde. Also, ganz ehrlich. Schön.
Gibt's auch, glaube ich, nur im Tabakwarenfachgeschäft. Link stelle ich euch natürlich drunter in die Beschreibung, so ich denn einen finde. Aber ist so ein, kannst du dich zurücklehnen, mal genießen. Für den Preis 75 Euro halber Liter. Kann man machen? Weiß ich nicht. Also, um mal. Also ich sag mal so das Gesamtpaket, Freunde. Fangen wir lieber so an. Das Gesamtpaket. Du kriegst da eine schöne Schachtel. Du kriegst da eine Hammerflasche. Das Getränk ist schön. Also ich glaube, dieses Gesamtpaket, dieses Erlebnis eigentlich ganz cool. Na? Also das kann man nicht anders sagen. Ob das nur für den Rum, ob ich dafür das ausgeben würde? Weiß nicht. Also, müsst ihr, Leute, ist immer so ein bisschen schwierig, das im Video rüber zu bringen. Müsstet ihr probieren. Also, ich würde sagen, ist ja ein in Ordnunger Rum. Preisgestaltung, dazu fehlt mir ein bisschen an Information. Also, sag ich tatsächlich ungerne zu Rums. Also, ist schön, um den zu trinken. Jetzt zu sagen, das ist der Hammer Rum. Weiß ich nicht. Oder die Hammer Rum Spirituose. Wäre ich ein bisschen vorsichtig. Obwohl, Leute, ich habe ja hier auch ein paar Rieses stehen. Würde sagen, reiht sich damit ein. Kann man ja anders sagen. Auch so dieser Orangeneinschlag. Und ihr wisst ja, die sind auch nicht ganz günstig, wenn man da mal auch so hier diese schwarzen Flaschen sich, also da reiht der sich mit ein, Freunde. Vielleicht das auch als Tipp, wenn ihr Rieses mögt, wäre das vielleicht auch mal eine Alternative. Also, nur mal so als Tipp von mir an euch. Ne? Also, da hatte ich ja jetzt schon ein paar getestet. Könnte. Ähnliches Geschmacksprofil, ähnliche Süße. Why not? Ja! Und, ich meine, ihr könnt euch sonst auch ein paar Riese-Videos von mir angucken, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Ne? Oder, wenn ihr den kennt, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr von diesem Corsario Signature Rum Spirit haltet. Würde mich total interessieren. Wenn ihr auch Riese kennt, schreibt das gerne da rein. Und, falls ihr nicht abonniert habt, aber sagt, ist ja ein witziger Typ, abonniert doch gerne. Ne? Machst Glöckchen an, kriegt ihr immer Bescheid von YouTube, wenn ein neues Video von mir kommt. Und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Rum.